bin ich so viel mit der Tourenski im Montafu unterwegs und habe noch nie Schnee schon ausprobiert. Das werde ich jetzt heute mal mit der Imelda ausprobieren. Grüß dich, Imelda. Grüß dich, Jana. Grüß dich. Servus. Schön, dass wir kommen heute. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, super. Mal, das wird lässig. Perfekt. Anna, ich habe gesagt, du hast die optimalen Schuhe. Sie sollten knöchelhoch sein, so dass auch kein Schnee reinkommt. Und Stabilität ist natürlich auch ein Stück besser. Der Schneeschuhbindung ist verstellbar und für jeden optimal zum Anpassen. Also, jetzt steigst du mir mal ein. Ich tue dir sie gehörig montieren. Und hinten da lassen wir auf, weil es beim Laufen einfach besser geht. So, jetzt hätten wir noch die Stecker. Es sind Teleskopstecker. Die können wir auf deine Körpergröße natürlich einstellen. Wie du siehst, sind da größere Teller dabei. Und zwar ist es wichtig, beim Laufen den brechen wir nicht in den Schnee ein und außerdem gehen sie damit Halt und Gleichgewicht. Ganz wichtig ist natürlich das LVS-Gerät. Sicherheit geht immer vor. Der Wanderführer, der hat natürlich bei der Ausrüstung immer alles dabei. Ob das die Sonden ist, die Schaufeln ist, das LVS-Gerät, wir haben alles dabei. Gut, so, jetzt sind wir aber gerüstet. Anna, komm, jetzt starten wir aber dort. Anna, du hast jetzt gemerkt, wir sind jetzt da ein bisschen offen gelaufen. Es wird warm ist war da. Ja. Und darum ist ganz wichtig, dass wir wirklich viel Schichten haben. Ich kann nicht da nicht hin, noch einmal. Ja, und da kannst du wirklich hergehen, sagen, ja. Das passt eigentlich ganz gut. Lieber habe ich nicht zu viel, als wenig zu wenig. Ja. Wo gehen wir jetzt auch hin? Wir gehen an Fritzensee offen. Okay. Und du wirst es sehen, Anna, da ist ein bisschen ein Bügel offen, da gehen wir im Zickzack offen. Da tun wir unsere Kraft sparen, indem wir einfach links sind wir gegangen, wir machen kleine Schritte. Okay. Und dann ist es einfach ein sicheres Laufen und dann passt es gut. Ja, danke Gott, dass du etwas zum Trinken dabei hast. Du, das ist ganz wichtig. Etwas Warmes braucht man schon. Du, Imelda, was hast du eigentlich sonst noch im Rucksack drin? Ja, dann haben wir natürlich eine erste Hilfe dabei. Ganz wichtig ist natürlich auch ein Handy. Man weiß ja nie, wenn einmal etwas wäre. Und das tun wir eigentlich immer, also dass nichts Feuchtes dazukommt. Eine Sonnencreme ist ganz wichtig. Was ich dir eigentlich noch sagen will, Anna, du hast gemerkt, wir sind jetzt offenwärts in kleineren Schritt gegangen. Ja, genau. Wir sind breiter gegangen. Und beim Anhiewärts, da machen wir längere Schritte, weil das tut am Oberschenkel den einfach viel besser. Das und wir sind schneller. Und wir sind schneller. Ja, genau. Ja, in dem Fall, lass das schmecken. Es ist ganz, das ist ganz ein guter Tee. Ja. Wunderbar. Das ist recht, wenn es dir schmeckt. Wir sind ja da in der Natur unterwegs, oder? Und ich als Jägerin lege da schon viel Wert darauf, dass man den Tieren die Ruhezone gibt. Wie ist denn das? Du, wir gehen sowieso eigentlich nur da, wo Schneeschuhtouren sind. Und das, da haben wir im dichten Wald sowieso nicht verloren. Da hast du recht. Ja, ich bin heute das erste Mal mit diesen Schnee schon unterwegs gewesen. Das hat mir Marz Gaudi gemacht. Die würdest du empfehlen, dass man wirklich, wenn man das erste Mal geht, jemanden mitnimmt, der sich da auskennt, oder? Also auf jeden Fall. Du lernst einfach Technik kennen, du lernst einfach das sichere Laufen. Und du, es ist einfach gut, wenn du jemanden dabei hast, der dir einfach das erste Mal gehörig zeigen. Ja, und jetzt freue ich mich auf das Abwärtsgehen. Ja, wunderbar. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Super.